sich jetzt auch bereit, vorwärts zu gehen mit unserer Serie über die Gemeinde, die lebensnotwendig ist. Some of what we talk about tonight, einiges von dem, worüber wir heute Abend sprechen, some of that history is found in Berlin. Einiges von dem, was geschichtlich ist, kann heutzutage aktuell in Berlin vorgefunden werden. And we're gonna go into this third church. Und wir werden uns heute die dritte Gemeinde anschauen, that is mentioned of the seven churches in Asia Minor, die hier erwähnt wird unter den sieben Gemeinden in der Provinz Kleinasien. Or in what we know today as the region of Turkey. Oder was uns heute besser bekannt ist als die Gegend der Türkei. And you know, as we study these things, und wisst ihr, so wie wir diese Dinge studieren, I heard Renee Mies make this comment on a message that I was watching from her and Terry yesterday. Und ich habe Renee Mies einen Kommentar machen hören in einer Botschaft, die ich gestern von ihr und Terry Mies gesehen habe. And I thought, wow, that is really powerful. Und ich dachte mir, das ist echt kraftvoll. She says, I pray, Lord, give me a 21st century revelation of this verse. Und sie sagte im Gebet zum Herrn, Herr, schenke mir über diesen Vers eine Offenbarung für das 21. Jahrhundert. That is really good. Das ist wirklich gut. Bring the word of God into my life today. Und das soll heißen, bring Gottes Wort in mein Leben heute rein. Give me a revelation of your word for today. Schenk mir eine Offenbarung deines Wortes für das heute. Isn't that good? Ist das nicht gut? You know, the word was written over 2000 years ago. Denn wisst ihr, das Wort wurde ja geschrieben vor über 2000 Jahren. But it's for us today. Aber es ist für uns heute. And so we need a revelation of God's word for today. Also brauchen wir eine Offenbarung von Gottes Wort heute. Think about it. Jesus Christ. Denk mal drüber nach. Jesus Christus. The same. Derselbe. Yesterday. Gestern. Today. Heute. And forever. Und in Ewigkeit. And Jesus was the word that became flesh. Und Jesus war das Wort, das Fleisch geworden ist. And so when he ascended into heaven, und als er also in den Himmel aufgefahren ist, the Holy Spirit was left here. He's still here. He's always been here. Wurde der Heilige Geist hier gelassen. Er war immer hier und er ist also hier. And the word is left here. Und das Wort wurde auch hier gelassen. And the word is Jesus in the earth. Und das Wort ist Jesus auf Erden. And so we say, Jesus, we want more of you. We want more of you. What are we saying? Und wenn wir sagen, Jesus, Jesus, wir wollen mehr von dir, wir wollen mehr von dir. Was sagen wir damit? If you really understand what you're saying, I want more revelation of the word of God in my life. Und wenn man wirklich versteht, was man darin ausdrückt, dann will man damit sagen, dass man mehr Offenbarung von Gottes Wort in seinem Leben haben. If you say, Jesus, I want more of you, and you don't learn God's word, you don't read your Bible, you don't study your Bible, your prayer is in vain. Wenn du ständig sagst, Jesus, Jesus, ich will mehr von dir, ich will mehr von dir, gleichzeitig aber du nicht unter Gebet auch das Wort, also die Heilige Schriften, die Bibel studierst, dann sind all deine Wünsche und deine Aussagen und deine Gebete, vielleicht, dass irgendwas passiert, vergeblich. There's a term, we are a word church. Es gibt diese Redewendung, wir sind eine Wortgemeinde. Well, what is that? Was heißt das? We're a Jesus church. Wir sind eine Jesusgemeinde. Amen. Amen. And we're a word and spirit church. What is that? Und wir sind eine Wort- und Geistgemeinde. Gemeinde, was ist das jetzt? Full of the word of God and moves in the Holy Ghost. Das ist eine Gemeinde, die voll des Wortes Gottes ist und sich im Heiligen Geist bewegt. Amen. Amen. So Father, we just pray, give us a 21st century revelation of your word. Und so bete ich, Vater, gib uns eine 21. Jahrhundert Offenbarung deines Wortes. This night. Heute Abend. Bring your word into revelation in our hearts tonight. Bring dein Wort als Offenbarung heute Nacht in unsere Herzen. As we continue to study the church, so wie wir weiter studieren
was auf die Gemeinden sich bezieht. And see that the church is essential. Und dass wir im Allgemeinen sehen, dass die Gemeinde, die Ortsgemeinde, lebensnotwendig ist. In Jesus' name we pray. In dem Namen Jesus beten wir. Amen. Amen. You can open your Bible tonight. Ihr könnt heute Abend eure Bibel aufschlagen. First of all, I want to go to Acts the 19th chapter. Und zunächst einmal möchte ich eintauchen in der Apostelgeschichte Kapitel 19. And we studied the church of Ephesus from these verses. Und wir haben die Gemeinde in Ephesus studiert von diesen Versen ausgehend. But this is not only about the church at Ephesus. Aber es dreht sich dabei nicht nur um die Gemeinde in Ephesus. Because the church at Ephesus was the mother church for the six other churches. Denn die Gemeinde in Ephesus war sozusagen die Muttergemeinde für die anderen weiteren sechs Gemeinden. And that's what we're doing. We're looking at Ephesus, then last Wednesday we looked at the church at Smyrna. Und das ist es, was wir ja tun. Wir haben uns angefangen, die Gemeinde in Ephesus anzuschauen, und letztes Mal hatten wir uns die Gemeinde in Smyrna betrachtet. And Smyrna was about 80 kilometers from Ephesus. Und Smyrna hat 80 Kilometer entfernt gelegen von Ephesus. And tonight we're going to look at the church of Pergamum. Und heute Abend werden wir uns die Gemeinde in Pergamon anschauen. And Pergamum was about 155 kilometers from Ephesus. Und Pergamon war eine Gemeinde oder eine Stadt, die sich 155 Kilometer entfernt befand von Ephesus. And so when Paul would set out to go to these different cities. Wenn also Paulus sich vornahm und loszog, in diese verschiedenen Städte zu gehen. These were major cities in Asia Minor. Dann waren das wirklich sozusagen Großstädte oder Hauptstädte in der Provinz Kleinasien. And one of the things about the city of Pergamum. Und eins über die Stadt von Pergamus oder Pergamon. The Bible actually says that the altar of Satan was there. Die Bibel sagt tatsächlich darüber, dass der Thron Satans dort war. I mean, this was like the Athens of Asia Minor and even more. Ich meine, das war sozusagen das Athen von der Provinz Kleinasien, wenn nicht sogar noch mehr oder noch schlimmer. Remember when Paul went to Athens and it mentions about all of the idols in the city? It's my understanding there was over 30,000 idols. Und erinnert euch, wie Paulus davon berichtete, als er in die Stadt Athen kam und er diese ganzen Götzen und Kulte sah. Und nach meinem Verständnis waren in der Stadt zu dieser Zeit, also in der Stadt Athen, über 30.000 Götzen vertreten. And that's where Paul went and preached the gospel on Mars Hill. Und das, genau das war's, wo er dann auf dem Marshügel durch das Evangelium alles konfrontierte. And he drew attention to the idol with the name to the unknown God. Und er hat dann die Aufmerksamkeit gerichtet auf eine Gottheit, die unter ihnen zu finden war, die aber den Titel dem unbekannten Gott hatte. Well, for all those idol worshippers, he was the unknown God. Nun, für all die Götzenanbeter war dieser eine tatsächlich der unbekannte Gott. But he preached Jesus. Aber er predigte also Jesus. As Lord and Savior, and how you can get to know God through Jesus Christ. Als Herrn und Erretter, und er verkündigte also den Weg in ihm, wie man durch ihn Gott kennenlernen kann und ihn als Herrn und Retter eben annehmen kann. And there was a judge that got saved through the message that he preached on that hill. Und es war auf diesem Hügel also, wo er durch eine Botschaft einen der dortigen Richter dazu brachte, zum Glauben zu kommen und die Errettung in Christus anzunehmen. Those were judges that decided for the idols to be erected. Das waren also diejenigen, die Urteile sprachen bezüglich der Götzen, die aufgestellt wurden.
You know, all of this goes back to that tree of knowledge of good and evil. Und all das zusammen geht zurück, also all das davon geht zurück auf den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Remember Adam and Eve, they were told by Satan, if you eat of this tree, you'll be like God. Und erinnert euch, Adam und Eva, ist es von Satan gesagt worden, dass wenn sie von diesem Baum essen, dass sie dann sein werden wie Gott. They were already like God. Sie waren aber schon wie Gott. And that's what all these religions are, substitutes from demon gods. Und genau da kann man den Ursprung von dem sehen, dass alle Religionen dieser Welt Ersatz oder Fälschungen, Ersatzdinge und Fälschungen vom Teufel sind, inspiriert durch dämonische Geister. And if you had an idea. Und damals war es so, wenn man eine Idee hatte, eine Philosophie, a certain way that you wanted to live, oder eine bestimmte Lebensvorstellung, wie man halt eben lebt, and to believe, und was man glaubt, then you would go to Athens, dann ist man damit dann nach Athen gegangen, and you would present your case before a panel of judges, und dann hat man seinen Fall sozusagen vor einer Richterjury präsentiert. On Mars Hill. Auf dem bekannten Marshügel. And so when Paul was out there preaching the gospel, they took him to Mars Hill. Und als Paulus also dort unterwegs war, um das Evangelium zu verkündigen, haben sie ihn mitgenommen hin auf diesen Marshügel. And then those judges would decide. Und dann waren es diese Richter vor Ort, die dann entschieden, if your religion was okay to build an idol from it. Deine Religion genug Potenzial hatte, dass man dafür dann noch eine Statue oder einen Götzen errichtete. And so that's why the city of Athens was so full. Und das war der Grund dafür, dass die Stadt Athen so voll war mit diesen Dingen. Of all these idols that represented demons. Mit all diesen Götzen, die Dämonen repräsentierten. And the city of Pergama. Und die Stadt Pergamon oder Pergamus was like the Athens in Asia Minor. War also ähnlich wie die Stadt Athen, jetzt aber halt in der Provinz Kleinasien. And it even exceeded farther. Und sie ist sogar noch weiter gegangen. So I want you to understand. Und ich möchte, dass ihr hier versteht, what these first Christians walked into when they preached the gospel in these major cities. In was die Gläubigen damals, diese Christen, hineingingen, als sie anfingen, in diesen verschiedenen Großstädten das Evangelium zu verkünden. When the gospel came into the city, everything shook. Als das Evangelium eine Stadt erreichte, ist alles dort erschüttert worden. It stirred up all kinds of devils. Es hat alle möglichen Teufel aufgerührt. And it brought a lot of persecution. Und es hat sehr viel Verfolgung gebracht. But the devil didn't win. Aber der Teufel hat nicht gewonnen. Multitudes of people came to the Lord. Denn Menschenmengen kamen zum Herrn. So, look here in Acts 19. Schaut es euch also hier an in Apostelgeschichte Kapitel 19. In let's look at verse 8. We've already studied these out, so I'm not going to spend a lot of time. Und lasst uns jetzt hier anschauen ab Vers 8 und wir haben schon viel Studienzeit verbracht. Wir werden also nicht in alles nochmal so tief reingehen. We know that the church at Ephesus started with 12 men born again, baptized with the Holy Ghost, talking in tongues. Wir wissen, dass die Gemeinde in Ephesus gestartet wurde durch 12 Männer am Anfang, von neuem geboren, im Heiligen Geist getauft und in Zungen redend. And then Paul, he taught in the synagogue where the Jews were first. Und zuerst hat Paulus in der Synagoge unter den Juden gelehrt. And there was a split. Und dann entstand eine Spaltung. Verse 9 says, but when divers were hardened, so there were some that didn't go forward with the gospel. Vers 9 sagt es, da heißt nämlich, da aber etliche sich verstockten und sich weigerten zu glauben. Also das bedeutete, dass wirklich welche dabei waren, also nicht bereit waren, den Weg mitzugehen und das Evangelium nicht anzunehmen und mitzuverbreiten. And believed not, but spake evil of that way before the multitude, he departed from them. Also und es, wie gesagt, Leute, die sich weigerten zu glauben, sondern den Weg vor der Menge verleumdeten, trennte er sich von ihnen und sonderte die Jünger ab. Remember that message we gave about the pearls and the pigs and all of that? Und erinnert euch an die Botschaft, die wir gaben über die Schweine und die also die Hunde und die Schweine und die Perlen? He departed from them, so he didn't waste his time.
Er hat sich von ihnen getrennt, er hat also seine Zeit nicht verschwendet, er hat ihnen eine Chance gegeben. And separated the disciples. He said, hey, all of you that want to go forward with Jesus, let's go. We're going to go to another place and we're going to go forward. Und er sonderte also die Jünger ab und sagte, wir werden uns woanders treffen, wir werden vorwärts gehen, aber halt woanders. And then they started a Bible school. Und dann haben sie eine Bibelschule gestartet. It says separate the disciples, those are disciplined followers of the Lord Jesus. Es heißt ja also, und er sonderte die Jünger ab, und das waren also wirklich hingegebene Menschen, die wirklich dem Herrn in seinem Weg folgten. Disputing daily in the school of one Tyrannus. Und hielt täglich Lehrgespräche in der Schule eines gewissen Tyrannus. Now look at verse 10. Schaut euch jetzt Vers 10 an. So think about this. This is in Ephesus. Denkt also hier in dieser Situation daran, dass es sich in Ephesus abspielt. So things are happening in Ephesus. Dinge sind also im Gange in Ephesus. But what's in Ephesus is getting out. Aber was in Ephesus ist und passiert, das verbreitet sich nach außen hin. It's going out into other cities. Es geht rein bis in andere Städte. This is the foundation for six other big churches. Das hier ist das Fundament für andere sechs wirklich große Gemeinden. And then out of those churches came other churches. Und aus diesen dann sind auch wiederum weitere Gemeinden hervorgekommen. So look what it says. Schaut euch also hier an, was es hier heißt. And this continued by the space of 2 years. Das geschah 2 Jahre lang. So that all they, so dass alle die, which dwelt in Asia, this is not just Ephesus. In der Provinz Asia wohnten, also das bezieht sich nicht nur auf Einwohner Ephesus. This is the foundation for the other churches. Sondern das ist das Fundament auch für die anderen Gemeinden. The Bible school is a foundation for other churches. Die Bibelschule ist ein Fundament für andere Gemeinden. Könnt ihr das sehen? There was a move of God from here out. Da war eine Bewegung Gottes von hier nach draußen. You know, when I think about our church, und wenn ich über unsere Gemeinde hier nachdenke, and where God put us, und wo Gott uns hier hingesetzt hat, he put us in a city full of nations. Er hat uns hier in eine Stadt gesetzt, die wirklich buchstäblich voller Nationen ist. You understand? Versteht ihr? I don't know if all of the cities in Germany statistically have as many nations as this one does. Maybe they do. Ich weiß nicht, ob es in anderen Städten Deutschlands statistisch gesehen auch so ist, dass derart viele verschiedene Nationen vertreten sind. Vielleicht ist das so, aber ich weiß es nicht. But we see it, you know, every day. Aber wisst ihr, wir sehen es ja wirklich jeden einzelnen Tag. Every day somebody's walking into this building. Jeden einzelnen Tag kommt jemand hier in dieses Gebäude rein. That speaks a different language than German. Jemand, der eine andere Sprache spricht als Deutsch. Arabic, Arabisch, Russian, Russisch, Romanian, Rumänisch. I mean, think about that. Ich meine, denk mal drüber nach. And I ask the people those others that are here, you ask them, where do you come from? Und ich frag die Leute und die anderen, die auch hier sind, die fragt doch mal die Leute, fragt sie, wo sie herkommen. Sometimes I hear places it's like, is that a nation? Manchmal höre ich von Orten und ich überlege mir selbst, ist das jetzt ein Land oder also eine Nation oder was ist das? And I know a lot of nations. Und ich kenne sehr viele Nationen. But what a great opportunity that we have. Aber was für eine großartige Möglichkeit, die wir haben. And you know, this is the thing about the first book that I've written. Und seht ihr, das ist die Sache bezüglich des ersten Buches, das ich geschrieben habe. It's a very good foundational book on the new birth. Es ist ein sehr gutes fundamentales Buch über die neue Geburt. I've had others read it. You guys haven't read it yet. Ich habe andere Leute es lesen lassen. Ihr habt es noch nicht gelesen. You've got a lot of the teaching in the first 4 classes of the Bible school. Aber ihr habt sehr viel Lehre davon in den ersten 4 Klassen der Bibelschule bekommen. But even in the book, there's some things there that you didn't even get, because revelation came as I was writing it. Aber in diesem Buch sind Dinge als Offenbarung drin, die ihr bisher noch nicht empfangen habt, weil die erst gekommen ist während des Schreiben dieses Buches. It's deep, but it's simple. Es ist tief, aber ganz einfach. And when you read it, you cannot not know how to get born again and what it means. Und wenn man es liest, dann gibt's keine Chance, nicht zu wissen, was die Neugeburt ist,
wie das funktioniert und was es wirklich bedeutet. But think about that. Aber denk mal drüber nach. In this city, in dieser Stadt, if something like that was translated into many languages, wenn etwas derartiges in viele verschiedene Sprachen übersetzt wird, you understand? Versteht ihr? In a way that people can sit down and easily read. Auf eine Art und Weise, wo Menschen sich einfach hinsetzen können und locker leicht das lesen können. Think about our Bible school. Und denk mal über unsere Bibelschule nach. It's translated into almost finished in German and English. Sie ist übersetzt und fast abgeschlossen in Englisch und Deutsch. We're in the process in Swahili. Und wir befinden uns im Prozess dahin in der Sprache Swahili. Romanian. Und im Rumänischen. Hungarian. Im Ungarischen. We have some messages in French that we're looking for. Wir haben ein paar Botschaften schon auch in Französisch, aber wir halten noch Ausschau für die weiteren. Helen has heard it in Swahili. It's excellent translated. Helen hat es auf Swahili gehört und sie hat gesagt, dass es eine exzellente Übersetzung ist. And think about that. Denk mal drüber nach. So, you know, there's a center. Da ist also ein Zentrum. And a church. This is our center, you understand? Und eine Gemeinde hat ein Zentrum, wie auch wir hier, versteht ihr? We have a church and we have a Bible school. Wir haben hier eine Gemeinde und eine Bibelschule. And we have a vision for nations. Und wir haben eine Vision für Nationen. Can you see that? Könnt ihr das sehen? And you know, someday let's say that you know we've grown to a much larger size. Und eines Tages, und lasst uns dafür annehmen, dass wir zu einer viel größeren Anzahl von Leuten hier angewachsen sind. You know, please don't think this is our last building. Und bitte denkt ja nicht, dass das unser letztes Gebäude ist. Ich hoffe nicht, dass eure persönliche eigene Vision derart klein ist. But could you imagine? Aber könnt ihr euch vorstellen? Going out over live stream. Rauszugehen über Livestream and having several different languages simultaneously translated. Und währenddessen verschiedene Sprachen simultan übersetzen zu lassen. Do you understand this? Versteht ihr das? We have so much potential. Wir haben so viel Potenzial. And we have tools and the technology is growing and it's expanding all over the world. Und wir haben Werkzeug und Technologie, um wirklich rauszugehen und es auszubreiten auf die ganze Welt. Can you see this? Könnt ihr das sehen? And this is what Paul could see. Und das ist es, was Paulus sehen konnte. In Ephesus, he had a foundation. In Ephesus hatte er ein Fundament. He laid a foundation with the Bible school. Er hat ein Fundament gelegt mit der Bibelschule. It was established. Die war wirklich gegründet. And then out of what was established, other big churches came. Und aus dem, was dann wirklich fest gegründet war, kamen andere große Gemeinden hervor. Would you like to see something like that happen from here? Und würdet ihr gerne auch etwas derartiges sehen, dass es passiert, und zwar wirklich von hier aus? I mean, God started this with 12. Ich meine, Gott hat das damals mit 12 Leuten begonnen. Versteht ihr? And in 2 years, und innerhalb von 2 Jahren the message got out. Ist die Botschaft rausgebracht worden. Halleluja! Halleluja. Ephesus, Smyrna, Ephesus, Pergamum, Smyrna und Pergamus, Thyatira, Thyatira, on out to 7 major regions of Asia. Und eben raus in verschiedene Gegenden in der ganzen Provinz Kleinasien. You know, we got another area in Germany right now. Und wisst ihr, wir haben eine weitere Gegend in Deutschland momentan. How many CDs have we sent Christine? Wie viele CDs sind es denn bisher, die wir Christine schon zugeschickt haben? Mhm. What would you say? 200, 300? Na, more. Mindestens. At least 300. Also wir denken, dass es mindestens 300 CDs waren, die wir bisher schon Christina geschickt haben zum Verteilen. One woman right now. Eine Frau alleine momentan. Constantly
calling us up, die uns konstant anruft, and saying, "Send me some more CDs." Und uns bittet, am I right, Rudolph? Weitere CDs zuzuschicken. Stimmt, totally Rudolph? Totally on fire for God. Eine Frau, die wirklich brennend ist für den Herrn. And is taking the messages, witnessing to the people, and giving them out. Und sie nimmt die Botschaften, geht zu Leuten, gibt Zeugnis vor ihnen und bringt die. Die Botschaft wirklich raus zu den Menschen. So God's using her to lay a foundation. Also Gott gebraucht sie, um ein Fundament zu bauen. And she said that the people are so excited. Und sie sagte, die Menschen sind so begeistert. We have another area. I can't say anything about it, but through somebody that's a part of this church. Und wir haben eine weitere Gegend, aber ich kann nichts darüber sagen. Es ist jedenfalls jemand, der Teil dieser Gemeinde ist. But it's looking like something else is opening up. Und da schaut's auch so aus, wie wenn etwas Neues sich auftut. And more people are coming. Und mehr Leute kommen auch. You understand? Versteht ihr? So don't think that God doesn't want to do something big. Also denkt ja nicht, dass Gott nicht was gewaltig Großes tun möchte. We're laying this foundation. Wir legen das Fundament. And out of the foundation much comes. Und aus diesem Fundament kommt sehr viel hervor. We've got 65 churches in Tanzania. They're waiting. Und wir haben 65 Gemeinden in Tansania, die alle warten. Uganda is waiting. Und sogar die Nation Uganda wartet. Malawi is waiting. They want to do the same thing we're doing in Tanzania. Auch die Nation Malawi wartet. Sie wollen dort genau das gleiche tun, was wir in Tansania dabei sind zu tun. So, you know, this can help us. Und genau das hier kann uns dabei helfen. To get vision, because this is the way God does it. Vision zu bekommen, denn das ist genau die Art und Weise, wie Gott das tut. You understand? Versteht ihr? You Bible school group. Ihr Bibelschulgruppe. You are the guinea pigs. It's a little bit of a slang in English. But you're like the test ones. Ja, genau. Ihr Bibelschulgruppe hier, ihr seid frei übersetzt sozusagen die Testfahrer oder die Testpersonen. Die Versuchskaninchen, genau. You're like the pioneers. Ihr seid Pioniere of something that God wants to continue to grow. Von etwas, was Gott zum Wachsen bringen möchte. Halleluja. Halleluja. And then look at verse 20. Und dann schaut euch Vers 20 an. It says so mightily. Da heißt so mächtig. Grew the word. Breitete sich das Wort des Herrn aus. Oh, somebody say something. Sag mal jemand was hier. That's what we want to grow. Das ist es, was wir wachsen sehen wollen. The word. Das Wort. You understand? That's the first. We want that to grow. Das ist das allererste. Das ist es, was wir wachsen sehen wollen. And it's mighty when God's word grows. Und es ist mächtig, wenn Gottes Wort wächst. So you understand that all of you, every time you help us to get it out, you're planting seed for something of the future. Und versteht deshalb, jedes Mal, wenn einer von euch uns dabei hilft, das Wort auch wirklich rauszubringen, ist das eine Saat, die hineingesät wird in Zukünftiges. You know, like when Paul went to Athens, und wisst ihr, so wie Paulus, als er nach Athen ging, there wasn't a lot of people that got saved. Da waren nicht the first time. Viele Leute, die errettet wurden beim ersten Mal, als er hinkam. But a judge did. Aber ein Richter ist errettet worden. And this is one that made a decision on whether or not an idol was erected in Athens. Think about that. Und das war immerhin jemand, der entschieden hatte oder entscheiden musste, ob in der Stadt Athen eine Statue errichtet wurde, eine Gottheit aufgerichtet wurde oder eben nicht. Denk mal drüber nach. So you say, well, you know, that was Paul. Und dann sagt ihr vielleicht, naja, das war halt Paulus. But think about who Paul got saved his salvation was confirmed by. Aber denkt mal nach darüber, wer errettet wurde oder wer die Bestätigung dieser Errettung gegeben hat. I mean, Jesus met him in a vision on the road to Damascus. He got saved there. Ich meine, Jesus hat ihn ja getroffen in einer Vision, als er auf seinem Weg nach Damaskus war. Dort hat er die Errettung in Christus gefunden. But then,
Aber dann think about who the first believer was. Denk mal drüber nach, wer der erste Gläubige war. It was a person that nobody knew. Es war jemand, den niemand kannte. Nobody knew who Ananias was. Niemand wusste, wer Ananias war. That was sent to Paul. Derjenige, der zu Paulus geschickt wurde. You know, he was somebody that worked at the baker. Wisst ihr, es war vielleicht jemand, der halt einfach in einer Bäckerei arbeitete. Or worked at H&M. Oder im H&M oder. Or you know, some general person that was not known. Oder einfach sonst irgendwie eine ganz gewöhnliche Person, die sonst niemand groß sonst kannte. How would you have liked to have been that person? Und wie wär's denn mit dir? Würdest du gern auch diese Person sein, that was sent to Paul to get him baptized in the Holy Ghost and healed? Die geschickt wurde zu Paulus, damit er geheilt wird und die Taufe im Heiligen Geist empfängt? So don't ever think. Also denk niemals, that your seed doesn't count. Dass deine Saat nichts zählt. And don't ever think that you helping us to get the message doesn't count. Und denkt deshalb auch nicht, dass wenn ihr mithilft, die Botschaft rauszubringen mit uns, dass das nichts zählt. You know, I've had people dass das nicht hilft. I've had people come by the last few weeks and more than one. Und ich habe die letzten Wochen Leute gehabt, die vorbeigekommen sind, also wirklich mehr als einer. A lady just the other day. Erst neulich eine Dame. She said, yeah, I watched your wife's messages over the live stream. Sie sagte, ich habe die Botschaften deiner Ehefrau über Livestream gesehen. I said, really? Ich sagte, wirklich? Other people. Oder andere Leute. Oh yeah, we've seen the messages. Oh ja, wir haben die Botschaften gesehen. You understand? Versteht ihr? So with some we plant, with others we water, but God gives the increase. Bei manchen säen wir, bei anderen bewässern wir vielleicht, aber Gott ist es, der Wachstum schenkt. Amen. Amen. And as the word gets out, it grows. Und so wie das Wort rausgeht, wächst es. If we seek to get God's word out, he'll bring everything we need to get it out. Wenn wir danach trachten, Gottes Wort zu verbreiten, wird er dazu sehen, dass wir alles Nötige dazu kriegen, um es wirklich auch wirklich noch weiter rauszubringen. The church is number one purpose. Und der Nummer eins Zweck von Gemeinden is missions. Ist Mission. To get the word of God out. Gottes Wort zu verbreiten. To all the nations. In alle Nationen. To the city and the nations. Zu den Städten und den Nationen. Halleluja. Halleluja. Get people born again, dass Menschen von neuem geboren werden and then equipped with God's word. Und dann zugerüstet mit Gottes Wort. Now, let's go to John 1. Und lasst uns damit jetzt reingehen in Johannes Kapitel 1. And then we're going to go to Revelations, the second chapter. Und dann werden wir reingehen in das Buch der Offenbarung Kapitel 2. When we look at these cities. Und wenn wir uns diese Städte betrachten, spiritually these were very dark cities. Mit geistigen Augen betrachtet waren das äußerst finstere Städte. These were not the funnest places for the Christians to go to. Es waren eben nicht die freudigsten, spaßigsten, lustigsten Städte, in denen Christen auftauchen sollten. When you went into these cities, you were totally resisting everything. Wenn du in solche Städte gingst, hast du total aller Arten von Sünde widerstehen müssen. Does anybody understand what I'm talking about? Versteht hier irgendjemand, was ich hier meine? You can sense what's going on in a city and in a nation. Man kann wahrnehmen, was in einer Stadt oder in einer Nation so wirklich los ist. But look here in John 1. Aber schaut euch hier an in Johannes 1. And let's look at verse 5. Lasst uns zunächst Vers 5 anschauen. And the light. Und das Licht. Everybody say the light. Sagt es mal zusammen, das Licht. The word of God is light. Gottes Wort ist Licht. The new birth is light. Die neue Geburt ist Licht. God is light. Gott ist Licht. He's in you, he's in us. Er ist in dir, er ist in uns. It's a light into our path and a lamp into our feet. Ein Licht auf unserem Weg und eine Leuchte für unsere Füße. The entrance of God's word brings light. Und der Eingang von Gottes Wort bringt Licht.
Amen. Amen. Light. Licht. Had a guy just yesterday come sit down in the morning, first one. Ich hatte gestern Abend jemand, der kam schon am Morgen und hat sich hingesetzt. He said. Und er sagte: Wow. Whoa. The energy is really good in this place. Die Energie hier an diesem Ort ist richtig gut. Well, I knew where he was coming from. Nun, ich wusste sofort, wo er herkam. It's pretty easy. Ganz einfach. But you know what? Aber wisst ihr was? I didn't criticize him. Ich habe ihn nicht kritisiert. I asked him. I said, you know, what's going on in your life? He's a young man. Und ich habe ihn gefragt, was geht denn so ab in deinem Leben? Und es war ein junger Mann. He said, I'm searching my way. Und er sagte, ich bin auf der Suche nach meinem Weg. But he said, the energy is really good here. Aber er sagte, die Energie hier ist aber echt gut. So I gave my testimony, how I found my way. Und so habe ich ihm mein Zeugnis davon gegeben, wie ich meinen Weg gefunden habe. That Jesus is the way. Denn Jesus ist der Weg. And why the energy is so good. Und warum die Energie so gut ist. We had another woman. Wir hatten eine weitere Dame. She had attended a while back on one of our services. Vor einer ganzen Weile war sie in einem unserer Gottesdienste. Same flow, esoteric type flow. In demselben Strom, in demselben esoterischen Fluss. But she came in here. Aber sie kam hier rein. We're worshiping God. Während wir Gott anbeteten. And she said. Und sie sagte. Wow, I'd never been in an atmosphere like that. Boah, ich war noch nie in einer solchen Atmosphäre wie hier. The other day, neulich, came in again. Kam sie wieder. She looked at that book by Pino. Sie hat sich dieses Buch angeschaut oder sie hat das Buch von Pino gesehen. I know him. Und sie sagte, ich kenne den. As a Christ. Er ist ein Christ? Yeah, he comes, he's coming here. He's a Christian? Ja, er kommt hierher. You know what? God's gonna use him. Wisst ihr, Gott wird ihn gebrauchen, because he found the light. Weil er das Licht gefunden hat. They're looking. Sie suchen. And we have it. Und wir haben es. And this light shines. Und dieses Licht strahlt. The world's got a counterfeit. Die Welt hat eine Fälschung. The esoteric, the New Age is a counterfeit. Die Esoterik, die gesamte New Age Bewegung ist eine Fälschung. It looks like, but it's not. Es schaut ziemlich ähnlich aus, aber es ist nicht wirklich dasselbe. But when the real comes, aber wenn das Echte da ist, the counterfeit is seen for what it is. Wird die Fälschung auch erkannt für das, was sie tatsächlich ist. That's what happened to Rudolph back there. Das ist es, was mit Rudolf da hinten passiert ist. I'll never forget Rudolph. Ich werde nie vergessen, wie Rudolf sitting like this. Auf solch eine Weise da saß. Well, we were all worshiping God on the hill of the Babylon. Während wir alle zusammen in Anbetung Gottes hier in der Nähe von Babylon waren. Und preis sei Gott, er ist zum Licht gekommen, zum wahren Licht und hat Jesus Christus gefunden. Amen. Amen. So it says, es heißt hier, and the light und das Licht shineth strahlt oder leuchtet in darkness, in der Finsternis. And the darkness comprehended it not. Und die Finsternis hat es nicht begriffen. So you understand, when the Christians went into these cities. Versteht ihr also, wenn Christen in diese Städte reingingen? There was definitely a difference between the darkness in the city and the light that was in the church. Da war definitiv ein Unterschied zwischen der Finsternis, die in der Stadt war, und dem Licht, was in der Gemeinde war. The church is not supposed to be out hiding somewhere. Die Gemeinde sollte nicht irgendwo sein und sich verstecken, it's the light, sondern sie ist das Licht. Especially in the free, open world. Ganz besonders in der freien, offenen Welt. You understand? Some of these churches, they had to go underground later. Versteht ihr? Einige dieser Gemeinden mussten später dann sogar in den Untergrund gehen. But they still grew, even though they were underground. Aber dennoch sind sie gewachsen, selbst als sie in den Untergrund gehen mussten. Because it came to the point that if you were an open Christian, they killed you. Denn es erreichte schließlich den Punkt, dass wenn man öffentlich sich als Christ bekannte, dass man dafür getötet wurde. Now let's go to Revelations 12. Nun lasst uns damit in das Buch Offenbarung gehen,
Kapitel 12. I mean Revelations, the second chapter. Also Offenbarung Kapitel 2. And the 12th verse. Und hier Vers 12. And now we get into this third church. Und damit gehen wir jetzt rein in diese dritte Gemeinde. It says, es heißt, and to the angel, und dem Engel, same Greek word, hier wieder dieses selbe griechische Wort, that we found with the other ones, it refers to the messenger of the church or the pastor. Das wir auch bei den anderen schon vorgefunden haben, was sich bezog auf den Botschafter oder besser gesagt den Pastor der Gemeinden. This church also had a pastor and his name was Antipas. Diese Gemeinde hatte auch einen Pastor und er hieß Antipas. That was one of the pastors. Das war einer der Pastoren. And he actually was martyred. Und er wurde als Märtyrer getötet. And he's mentioned in these verses. Und er wird erwähnt hier in diesen Versen. Remember, Jesus is speaking here. Erinnert euch daran, Jesus ist es, der hier spricht. He's the head of the church. He's the church inspector. Er ist gleichermaßen das Haupt der Gemeinde und auch der, der die Gemeinde untersucht. And notice, when Jesus addresses these churches, he goes through the pastor to address the people. Und erkennt hier, dass die Art und Weise, wie Jesus sich mit den Gemeinden auseinandersetzt, die Art und Weise ist, dass er zuerst durch den Pastor der Gemeinde geht, um damit dann den Rest der Gemeinde zu erreichen. John was also an apostle. Johannes war auch ein Apostel. And he actually appointed this pastor, from what I understand. Und nach meinem Verständnis war es der, der dann auch diesen Pastor hier eingesetzt hat. So it says, and to the angel or to the pastor. Und hier heißt also und dem Engel oder wie gesagt dem Pastor. Of the church in Pergamos. Der Gemeinde in Pergamos. Write. Schreibe. These things saith he which hath the sharp sword with two edges. Das sagt, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. That is very interesting. Und das hier ist äußerst interessant. Because in this city, denn in der Stadt, when the persecution came, als die Verfolgung eintrat, this was like the governing city of this area from Rome. Und das war also diese regierende, herrschende Stadt vom Regierungssystem aus in Rom. And the governor, und der Herrscher oder der Gouverneur oder wie man dazu sagt, he had what was called the right to bear the sword. Und er hatte das, was man das Recht des Schwertes zu tragen hatte. And the governor, if you were accused of a crime, und wenn man beschuldigt wurde, ein Verbrechen begangen zu haben, they would take the people before the governor. Dann hat man diese Leute vor den Gouverneur kommen lassen. And if they held the sword, the person lived. If they dropped the sword, the person died. Und wenn dieser Gouverneur dann das Schwert aufrecht hielt, ist eine Person verschont worden. Wenn er das Schwert fallen ließ oder nach unten senken ließ, musste eine Person sterben. And any time that the governor would go through the city of Pergamum, jedes Mal, wenn ein Gouverneur durch die Stadt Pergamos kam, there was a man that would go in front of him, war ein Mann, der vor ihm herlief, and he would carry a sword high, und er trug ein Schwert vor sich her, to intimidate the people, und hielt es vor sich hoch, um die Leute einzuschüchtern. You understand? To remind the people, don't mess with the governor. Um die Menschen klar daran zu erinnern, dass man sich nicht mit der Regierung anlegt. This is the man that decides whether you live or die. Und das ist das hier der Mann ist, der darüber entscheidet, ob du lebst oder stirbst. And this pastor Antipas probably was martyred because he stood in front of this governor and the governor called for his life. Und höchstwahrscheinlich ist Antipas den Märtyrertod gestorben, weil er vor dem Gouverneur gestanden ist. Und he called for his life. He called for to have him executed. Okay, und for dieser Christian. Und dieser Gouverneur hat es ausrufen lassen, dass er für seinen christlichen Glauben getötet wird. So anytime the Christians saw this governor going through the city, they were reminded. Und jedes Mal, wenn also die
Einwohner der Stadt den Gouverneur gesehen haben, sind sie auf diese Weise daran erinnert worden. Don't be a Christian. Sei bloß kein Christ. Or this is what can happen to you. Oder folgendes ist, was dir passieren kann. Do you understand? I want you to understand what these first churches went through. Und versteht ihr, ich möchte, dass ihr das greifen könnt, wodurch diese ersten Christen dieser Gemeinden durchgegangen sind. My goodness. Meine Güte. This ought to motivate us. Das sollte uns wirklich motivieren. And the thing is, later on. Und die Sache ist, dass später in the church, in der Gemeinde, because some of the Christians did not want to lose their lives, they mixed. Dass einige der Christen aus Angst heraus, ihr Leben zu verlieren, Kompromisse eingegangen sind und Sachen vermischt haben. They would come to church, sie kamen in die Gemeinde, but they would also go into the temples and worship the idols. Aber sie sind auch zum Beispiel in die Tempel gegangen und haben dort die Götzen angebetet. And Jesus dealt with that. Und Jesus hat sich genau damit auseinandergesetzt. And so when Jesus talks about the two-edged sword, und wenn Jesus also hier über das zweischneidige Schwert redet, you understand, you receive Jesus and you get life. Versteht ihr? Man empfängt Jesus und bekommt damit Leben. When you receive the Lord Jesus Christ as your personal Savior, you get God's life. Hallelujah. Wenn du den Herrn Jesus als deinen persönlichen Herrn und Retter annimmst, hast du damit Gottes Leben empfangen. This is going to be the final question. What did you do with Jesus? Und das wird die wirklich entscheidende Frage sein, nämlich die, was hast du mit Jesus Christus getan? You know, there are some Christians that say this, well, Jesus, he's my way. Nun, es gibt einige Christen, die sagen, Jesus ist mein Weg. They go out and they witness, they talk to people about Jesus and people say, well, I don't believe that. And then they say, well, Jesus is my way. Und sie gehen raus, sie reden mit Leuten, versuchen Zeugnis zu geben und sie zum Glauben zu bringen und sie sagen dann den Leuten, wenn sie sagen, nein, das glaube ich halt nicht, dann entgegnen sie aber, nun, Jesus ist halt mein Weg. He's not your way. Das stimmt aber nicht, denn er ist nicht dein Weg. He's the way. Sondern er ist der Weg. You understand? No compromise. Versteht ihr? Keine Kompromisse. No other person died for you. Kein einzig anderer ist für dich gestorben. No other person qualified to take your sin. Keine andere Person hat sich dafür qualifiziert, deine Sünde wegzunehmen. No other one. Kein einziger Jesus anderer. Is the Lamb of God that came to this world that became the serpent on the pole, taking your sin. Jesus Christus war das Lamm Gottes, das zur Erde kam und die Sünde hinwegnahm, indem er zur Schlange am Pfahl wurde. Und deswegen ist er der Einzige, der dich retten konnte. And sometimes, you know, the church is timid about talking about hell, but there is a hell, church. Und manchmal ist es so, dass in Gemeinden die Leute eingeschüchtert sind, darüber über die Hölle zu sprechen. Die Wahrheit ist aber, es gibt die Hölle. And God wants no one to go there. Und Gott möchte nicht, dass irgendjemand dorthin That's gehen muss. Why he sent Jesus. Und genau dafür hat er Jesus geschickt. Jesus had to become sin with our sin. Jesus musste zur Sünde werden Because mit unserer man Sünde. Cannot save himself. Weil der Mensch sich nicht selbst retten konnte. And no other man could do it but Jesus. Und es gab auch keinen anderen Menschen, denn Jesus war der Einzige, der das tun konnte für uns. The Bible says, for God so loved the world. Und die Bibel sagt, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Jesus is the manifestation of the love of God, and what he did on the cross is the greatest manifestation of love. Jesus ist die Manifestation der Liebe Gottes und was Jesus Christus am Kreuz getan hat, ist die größte Manifestation von Liebe. There is no other way. Es gibt keinen anderen Weg. And there is no other religion that can save. Und es gibt keine andere Religion, die retten könnte. Sin came through the dead tree. Sünde kam durch den toten Baum hervor. Jesus is the only one that was the perfect man that died on the dead tree. Und Jesus war der einzige vollkommene Mensch, der an diesem toten Baum starb. He was a perfect man that became sin. Er war ein vollkommener Mensch, der zur Sünde
wurde with our sin, mit unserer Sünde, that we could become righteous with his righteousness. Hallelujah! Dass wir gerecht werden konnten mit seiner Gerechtigkeit. Halleluja! You understand? Versteht ihr? So Jesus is saying here, I got the sword. Jesus macht hier deutlich klar, ich bin's, der das Schwert hat. And what you do with me determines life or death. Und was du bezüglich mir tust, entscheidet über Leben und Tod. And you know what? When Jesus comes back as the King of Kings and the Lord of Lords, like we learned from our teaching on the book of Daniel. Und wisst ihr, wenn Jesus wiederkommen wird als der König der Könige und der Herr der Herren, gemäß der Lehre, die wir auch gehört haben, there's going to be a sword. Da wird ein Schwert sein. And it's going to separate the believers from the unbelievers that are alive in the earth during the tribulation time. Es wird diejenigen trennen, die gläubig sind, von denen, die ungläubig sind und die während der Trübsalzeit auf Erden sind. Aren't you glad you're on the right side? Seid ihr nicht froh darüber, dass ihr euch auf der richtigen Seite befindet? So you got to think about it. These Christians, they're thinking about this governor that's got the sword. Also denkt mal über diese Leute nach, die wirklich an den Gouverneur denken, der das Schwert hat und der damit auch kam. And that governor was overstepping his powers. Und dieser Gouverneur hat seine Grenzen, seine Macht überschritten. He was abusing his position of authority to kill innocent people. Er hat seine Machtposition, seinen Einfluss missbraucht dafür, dass er unschuldige Menschen töten ließ. You know what's going to happen with that governor when he dies? Und was wird mit diesem Gouverneur passieren, wenn er stirbt? If he didn't get saved, then's going to come another sword. Wenn er nicht errettet wurde, wird ein anderes Schwert kommen. And so Jesus was telling the church, I'm the one that's got the sword here. Und so sagt Jesus hier selbst der Gemeinde, ich bin das Schwert und ich werde kommen. For them, if they died for him, they were alive for eternity. Für sie war es so, wenn sie für ihn starben, waren sie lebendig durch ihn für die ganze Ewigkeit. But the people that rejected Jesus, aber die Menschen, die Jesus ablehnten, they may have been alive in the earth. Sie waren vielleicht noch lebendig but auf you der die, Erde. You're dead eternally. Aber wenn sie dann tot sind, sind sie tot für die Ewigkeit. Can you see that? Könnt ihr das sehen? So he wanted to get their perspective right. Er wollte also sicherstellen, dass ihre Perspektive richtig gerückt ist. Wow. And to the angel of the church in Pergamos write, these things saith he which hath the sharp sword with two edged. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamos schreibe, das sagt, der das scharfe, zweischneidige Schwert hat. I know thy works. Ich kenne deine Werke. Oh, somebody say something. Oh, sag mal jemand was hier. I know your works. Ich kenne deine Werke. Jesus said, the works that I do shall you do also, and greater works than these shall you do, because I go to the Father. So they were out doing the works of Jesus. Jesus sagte, ihr werdet die Werke tun, die ich auch tue, und größere als diese, weil ich zum Vater gehen werde. Und so sind sie also unterwegs gewesen und haben die Werke Jesus getan und deshalb sagt er, ich kenne eure Werke. Just like Ephesus, just like Smyrna, they started with a move of God. Genauso wie Ephesus und auch Smyrna haben sie auch hier mit einer Bewegung Gottes gestartet. Believers shining the light. Glaubende, die das Licht erstrahlen ließen. Believers getting people saved, getting people healed, casting out devils. Hallelujah. Glaubende, die andere Menschen auch zur Errettung führten, sie geheilt haben und von dämonischen Geistern befreiten. Hallelujah. And where thou dwellest, now look at this, even where Satan's seat is. Wo du wohnst, und schaut euch das jetzt an, da, wo der Thron des Satans ist. God sent a move of God into a city where Satan's seat was. Gott sandte eine Hallelujah. Bewegung in eine Stadt, wo der Thron Satans war. One of the gods that was worshipped was Zeus. Und einer der Götzen, die angebetet wurden, war Zeus. Zeus is like the King of Kings and the Lord of Lords in this city. Zeus war also sozusagen wie der König der Könige und der Herr der Herren in dieser Stadt. There was a big altar. Und da war ein gigantischer Altar to this God. Diesem Götzen geweiht.
Anybody know where that altar is today? Und weiß irgendjemand, wo sich dieser Altar heutzutage befindet? It's in Berlin. Er steht in Berlin. It's been dug up. Er ist abgerissen worden. By German archaeologists. Oder ausgegraben worden durch deutsche Archäologen. And they took the pieces back to Berlin and rebuilt the altar. Und sie haben all die Teile aufgesammelt, haben sie nach Berlin gebracht und dort haben sie den Altar wieder errichtet. Now don't get in fear. Nun, verfallt jetzt nicht in Angst. Even these things. Selbst diese Dinge represent history. Repräsentieren Geschichte. You can go back to this time and, man kann, and say that happened. Man kann zurückgehen auf diese Zeit und sagen, das ist geschehen. You understand? Versteht ihr? But this altar to Zeus that was in this city at what time is in Berlin right now. Aber dieser Altar, der dem Götze Zeus geweiht war, zur damaligen Zeit, ist dasselbe, der heute so in Berlin steht. The altar of Pergamum. Der Altar von Pergamon. Would be interesting to go see that. Es wäre sehr interessant, dahin zu gehen und sich ihn anzuschauen. I know thy works and where thou dwellest, even where Satan's seat is, and thou holdest fast my name and hast not denied my faith, even in those days wherein Antipas. Du wohnst da, wo der Thron des Satans ist, und dass du an meinen Namen festhältst und den Glauben an mich nicht verleugnet hast, auch in den Tagen, in denen Antipas was my faithful martyr. Mein treuer Zeuge war, der so, getötet wurde bei euch. This pastor is actually mentioned in this passage. Dieser Pastor ist also spezifisch hier in dieser Schriftstelle erwähnt worden. Who was slain among you, where Satan dwelleth. Der bei euch getötet wurde, da, wo der Satan wohnt. But I have a few things against thee, because thou hast there them that hold the doctrine of Balaam. We're going to talk about that, but not tonight. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du dort solche hast, die an der Lehre Biliams festhalten. Darüber werden wir reden, aber nicht mehr heute. Who taught Balak to cast a stumbling block before the children of Israel to eat things sacrificed unto idols? Der den Balak lehrte, einen Anstoß zur Sünde vor die Kinder Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. And to commit fornication. Also, und Unzucht trieben. So hast thou also them that hold the doctrine of the Nicolaitans. So hast auch du solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten. Which things I hate. Was ich hasse. Repent. Tut Buße. He told them to repent. Tue Buße, er sagte ihnen, tut Buße. There were people in the church that were mixing idolatry with Christianity, and he said, repent. Da waren offensichtlich Leute in der Gemeinde, die Christentum mit Götzendienst vermischen, und er machte es ganz klar, tut Buße. Remember what we saw in Ephesus when they went and they burned all their books? Erinnert euch, was wir gesehen haben in Ephesus, als sie hingingen und all ihre Bücher verbrannten. In Pergamum, in Pergamus, there was a library with over 200,000 volumes of books for idolatry. Da gab's eine Bibliothek angefüllt mit über 200,000 Büchern, alle zum Thema Götzendienst. You understand? Versteht ihr? This is where God started a church. Und genau dort war ein Ort, wo Gott eine Gemeinde startete. Halleluja! Halleluja! Where sin abounds, grace doth much more abound. Wo die Sünde die Oberhand gewonnen hatte, ist die Gnade um noch vieles mächtiger geworden. Or else I will come unto thee quickly and will fight against them with the sword of my mouth. Sonst komme ich rasch über dich und werde gegen sie Krieg führen mit dem Schwert meines Mundes. He that hath an ear, let him hear what the Spirit saith unto the churches, to him that overcometh. Hallelujah. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, Halleluja, will I give to eat of the hidden manna. Dem werde ich von dem verborgenen Manna zu essen geben. Very interesting why Jesus said that. Und sehr interessant, warum Jesus genau das hier auch so sagte. He was saying, you go with me, I'm gonna take care of you. Er sagte, wenn ihr mit mir geht, werde ich mich um euch kümmern. And we'll give him a white stone.
Und ich werde ihm einen weißen Stein geben. If an emperor at this time wanted to invite you to a special occasion. Und wenn ein Herrscher zur damaligen Zeit dich einladen wollte zu einer besonderen Veranstaltung zu kommen. You know what they would do? Wisst ihr, was sie damit taten? They would put an invitation, they would write it out on a white piece of marble. Sie haben die Einladung hineingravieren lassen in ein weißes Stück Marmorstein. With your name engraved in the stone. Mit deinem Namen geschrieben, wirklich graviert in diesen Stein hinein. Now look what Jesus says. Hallelujah. Und schaut euch das jetzt an, was Jesus hier sagt. Come on, church, we got a reward day to look forward to. Komm schon, Gemeinde, wir haben einen Belohnungstag, auf den wir uns wirklich freuen können. There's a banquet table in heaven prepared for that reward day. We're going to be getting our rewards. Hallelujah. Da ist im Himmel wirklich ein Festmahl vorbereitet, an dem wir Belohnung empfangen werden, und wir können uns wirklich daraufhin jetzt schon freuen. Halleluja. Remember, the Bible teaches, and we saw this in our teaching on end times. Und erinnert euch, die Bibel lehrt es auch, und das haben wir auch gebracht zum Thema Endzeit. That while the world's going through the tribulation, we're going to be in heaven getting our rewards. Dass während die Welt sich in der Trübsal und Trübsalszeit befindet, werden wir im Himmel sein und dabei unsere Belohnungen in Empfang nehmen können. Becoming the bride of Christ and then coming back with Jesus for a 1,000-year honeymoon. Oh, wir werden zur Braut Christi, Halleluja, und werden dann zurückkommen mit ihm zusammen für eine Zeit von 1,000 Jahren für die Flitterwochen. But look what Jesus says. Schaut euch aber an, was Jesus sagt. And we'll give him a white stone. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben. He's got a stone with your name written on it. You're invited to the supper. Hallelujah. Er hat einen weißen Stein to the banquet table. Hallelujah. Mit deinem Namen reingraviert. Und es ist für dich die Einladung, zu seinem Festmahl mit an den Tisch zu kommen, um mit ihm zu essen. And in the stone a new name written, which no man knoweth, saving he that receiveth it. Und auf dem Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, außer dem, der ihn empfängt. He knows you privately. Er kennt dich selbst ganz privat. He knows you different than anybody else. Er kennt dich anders als irgend sonst jemand. You understand, we're always getting to know each other, but he knows us. Versteht ihr? Wir lernen uns immer mehr kennen, aber er kennt uns richtig und wirklich. Halleluja. Halleluja. Wow. Amazing, isn't it? So gigantisch, oder nicht? Now, let's go to another verse. Nun, lasst uns einen weiteren Vers anschauen. Let's go to the book of Ephesians. Lasst uns in den Epheserbrief reingehen. And go with me. Und geht mit mir to Ephesians 1. Epheserbrief Kapitel 1. Now remember, this Book of Ephesians was written to the church of Ephesus and then it was passed on to the other ones. Und erinnert euch, dieser Epheserbrief wurde anfänglich geschrieben an die Gemeinde in Ephesus und von dort aus ist all das dann auch weiter nach draußen verbreitet worden. But look what it says. Aber schau dich das hier an, was es hier heißt. And in the city of Pergama. Ach so, und in der Stadt von Pergamus were many idols, waren viele verschiedene Götzen, with names for gods, mit Namen für Götter. Remember, when we learned through Pastora's teaching about those plagues that came against the gods of the Egyptians. Und erinnert euch, was wir auch in der Lehre von Pastora gelernt haben, wo es um diese Plagen ging, die gegen die Gottheiten Ägyptens. And the Bible tells us that God is a jealous God. He's going to have the last say here. Und die Bibel sagt, dass Gott ein eifersüchtiger Gott ist und er wird das letzte Wort haben. I want you to see this. Und ich möchte, dass ihr das hier seht. It says. Es heißt. And we, you know, we've looked at this as the authority that we have in Christ. Und wir haben uns das angeschaut in Bezug auf der Autorität, die wir in Christus haben. And that's the main point here. Und das ist der Hauptpunkt hier. That you have authority over all demons. Dass ihr Autorität habt über alle Dämonen. But it goes a little bit deeper for the people of the early church. Aber es geht noch ein bisschen tiefer für die Leute der damaligen Urgemeinde. Because of all of the idolatry. Wegen all dem Götzendienst. You understand, it's not a wood or a
stone figure that has power. Versteht ihr? Denn es ist nicht eine Holz- oder Steinfigur, die Kraft hätte. But it's what the stone or the wood figure represented. It represented a demon god. Sondern es ist das, wofür diese Stein- oder Holzfigur stand. Was wirklich Kraft hatte, war dieser dämonische Geist, der durch diese Götzenstatue oder diese Figur repräsentiert wurde. And so when you walk into a city like these cities, wenn du also dann in solch eine Stadt gekommen bist, wie eben eine von diesen, particularly this city of Pergama, ganz besonders die Stadt Pergamus, at the temple of Zeus, there was constant smoke that would come up. Und ganz besonders am Tempel von Zeus, wo fortwährend wirklich Rauch aufstieg. When you came in a far distance, you could see the smoke and you knew that it represented that temple, that god Zeus. Wenn man schon von weitem hinkam zur Stadt Pergamus, kannte man schon diesen Rauch aufsteigen sehen und man wusste, dass das bezogen war auf den Götzen Zeus hin. And everywhere you went, und überall, wo man hinging, strange music, komische, seltsame Musik and drum beats, und Schlagzeugrhythmen. So this was the darkest of the cities. Es war also die finsterste dieser Städte. I mean, you know, I've experienced the opposite. Wisst ihr, ich habe genau das Gegenteil erlebt. When I went to Nairobi. Als ich nach Nairobi kam. And ministered in Pastor Puus Moro's church in Nairobi. Und wo ich dann Dienst tat in der Gemeinde von Pastor Puus Moro. The largest church in the city. Es war die größte Gemeinde in der Stadt. And before I went there, I mean before I went to minister in the Sunday service. Und bevor ich dann dorthin ging, um in einem Sonntagsgottesdienst zu dienen. The second pastor, he said, I'd like to give you a little bit of a tour of the city if that's okay. Und dann hat der zweite Pastor zu mir gesagt, wenn es für dich okay ist, werde ich dich ein wenig mitnehmen auf eine Stadtführung-Tour. And so we drove to different places. Und so sind wir halt hingefahren zu verschiedenen Örtlichkeiten. I am telling you. Und ich sag euch, everywhere I went on a Sunday morning I could hear music. Überall, und zwar ganz egal, wo ich in der Stadt hinfuhr, konnte ich am Sonntagmorgen Musik hören. It was like the whole city was singing with praise and worship. My goodness. Es war förmlich so, dass die gesamte Stadt wirklich Lobpreis und Anbetungslieder sangen. Was awesome. Die Musik, die Atmosphäre war gewaltig. The church is there. They don't have windows in them. Die Gemeinden dort haben keine Fenster drin. They got bars. Sie haben einfach nur diese Stäbe. And believe me, in Africa there are no sound ordinances. Und glaubt mir, in Afrika gibt's keine Schallbeschränkungen. Am I right, Nigel? Stimmt doch, Nigel. It's loud. Da ist es laut. Everywhere you go, it's loud. Überall, wo du dahin kommst, ist es laut. So when you got a city full of Christians and full of churches, man, that city sings. Und wenn du dann also in so einer Stadt bist, eine Stadt, die voller Christen ist, die wirklich singt, das ist wow. It was awesome. Das war gewaltig. Well, that's the way it was here in the opposite. Und genau solche Verhältnisse war hier in dieser Stadt nur halt vollkommen gegenteilig. And so when the missionaries went into these places, wenn also Missionare an diese Orte kamen, or let's say somebody got saved and they went down to the school and they learned the word and they went back. Oder lasst es mich so ausdrücken, wenn jemand errettet worden ist, zur Schule gegangen ist und dann wieder ausgesandt wurde und zurückging, they walked into a place, da sind sie dann an Orte gekommen, where everything within them was resisting, wo alles, was sie in sich hatten, dem total widerstand. You understand? Versteht ihr? Everything. Alles. You know, I've been to Las Vegas a few times. Und wisst ihr, ich war schon ein paar Mal in Las Vegas. Woo, that's an interesting city. Wow, das ist eine echt interessante Stadt. I mean, there's more people on the street at night than during the day. Ich meine, in dieser Stadt sind mehr Leute nachts auf den Straßen unterwegs als am Tag. Or Mardi Gras, something like that, you understand? Sorry. Mardi Gras in New Orleans. Oder Mardi Gras in New Orleans. Where basically they just pull off the stops and let people do it in the streets. Wo sie wirklich anscheinend alle Beschränkungen aufheben und den Menschen einfach
alles machen lassen, was sie wollen in den Straßen. But this was going on all the time. Und das war andauernd so. Do you understand? Versteht ihr? Are you learning something tonight? Lernt ihr heute was? So look what he said, and I'm going to finish right here. Und schaut euch das hier an, und damit werde ich dann für heute zum Ende kommen. It says in verse 19. Es heißt im Vers 19. This is one of the prayers that Paul was praying. Das war eines der Gebete, was Paulus betete. And we pray this. Und wir beten das auch. And what is the exceeding greatness of his power? Nämlich, was auch die überwältigende Größe seiner Kraftwirkung ist. To usward who believe according to the working of his mighty power. An uns, die wir glauben gemäß der Wirksamkeit der Macht, which he wrought in Christ when he raised him from the dead. Seine Stärke, die hat er wirksam werden lassen, indem Christus, als er ihn aus den Toten auferweckte, and set him at his own right hand in the heavenly places. Und ihn zu seiner Rechten setzte in den himmlischen Regionen. Now look at verse 21. Und jetzt schaut euch Vers 21 an. Far above all principality and power. Hoch über jedes Fürstentum und jede Gewalt, and might and dominion, Macht und Herrschaft, and every name, und jeden Namen, every name, jeden Namen. Paul was referring to all these demon idols. Und Paulus bezog sich auf all die dämonischen Götzen. When they were in the city, they saw an idol for this and an idol for this and an idol for this. And Paul wrote, you have a name, the name Jesus, that's far above all these demon gods. Und wenn sie also in einem dieser Städte waren, wo sie überall verschiedene Götzen für alle möglichen dämonischen Geister vorfanden, darüber schrieb Paulus für sie und erinnerte sie, dass sie den Namen empfangen haben, den Namen Jesus, der über all diesen Teufeln war. And that's the revelation he wanted them to have. Und das ist die Offenbarung, wo er wollte, dass sie sie auch greifen. Never be afraid of the devil. Niemals Angst zu haben vor dem Teufel. Never be afraid of demons. Niemals vor dämonischen Geistern Angst haben. Never be afraid. Niemals Angst haben. Paul told them, don't be afraid. Paulus sagte ihnen, fürchtet euch greater nicht. Is he that's in you. Denn größer ist der, der in euch ist. Greater is your authority through the name of Jesus. Größer ist eure Autorität in dem Namen Jesus. Because understand, these people would call in the name of their gods for certain things to happen. Denn versteht ihr, diese Leute riefen die Namen dieser verschiedenen Gottheiten an, je nachdem, was sie für Anliegen hatten. But we got the name. Aber wir haben den Namen. He's the King of Kings. Und er ist der König der Könige. Zeus as the King of Kings. Und sie betrachteten Zeus als den König der Könige. Jesus is the King. Aber Jesus ist der König. Kommt schon. Er ist der König der Könige. Every name that is named not only in this world but also in that which has to come. Nicht allein, also den Namen, der genannt wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der zukünftigen. Now look at this. Remember, we're talking about the church. Und schaut euch das an und erinnert euch dabei daran, dass wir über die Gemeinde sprechen. This is the picture he wanted them to have. Und das ist das Bild, was er wollte, dass sie es haben. And hath put all things under his feet. Und er hat alles seinen Füßen unterworfen. And gave him to be the head over all things to the church. Hallelujah. Come on. Hat ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben. Halleluja. That's why Jesus told the church at Smyrna, you're rich. Und das ist der Grund, warum Jesus der Gemeinde in Smyrna sagte, ihr seid reich. You're greater. Ihr seid größer. What you have in God is much greater. Und was ihr in Gott habt, ist viel größer. To be the head over all things to the church, which is his body, the fullness of him that filleth all in all. Und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allen erfüllt. Halleluja. Halleluja. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Have you learned something tonight? Habt ihr heute was gelernt? Aren't you glad God's greater in you? Seid ihr nicht froh darüber, dass Gott in euch größer ist? Aren't you glad the name of Jesus is higher? Seid ihr nicht froh darüber, dass der Name Jesus höher ist? See, that's why Jesus was accused. Und seht ihr, genau deshalb wurde Jesus auch vorgeworfen, of casting out spirits by Beelzebub. Dass er dämonische Geister durch Beelzebul austreibt. It was one of those idols, one of those gods. Es war einer dieser Götzen, einer dieser Gottheiten. And what they would do is they'd call on the name of a higher demon to cast out a lower demon, and they did it with deception.
Und was die Leute also taten, war, dass sie einen niedrigrangigen Dämonen austrieben durch den Namen eines höhergestellten Dämonen, und sie taten all das durch Verführung. And then Paul comes to town and the Christians come to town and they do it with the name of Jesus. Und dann kommt Paulus an eine Stadt, oder Christen tauchen auf in einer Stadt, und sie tun sowas in dem Namen Jesus. And those seven sons of Sceva who were deceiving the people. Und die sieben Söhne von Sceva, sie haben die Menschen verführt. They tried to do it with the name of Jesus, but they couldn't. Sie haben auch Austreibungen versucht durch den Namen Jesus, aber sie konnten es nicht. And that spirit said, Jesus I know and Paul I know, but who are you? Und diese Geister, durch die sie die Austreibungen versuchten, haben dann gesagt, nun, Paulus kenne ich, Jesus kenne ich, aber wer bist du? Has the highest name. Alle Christen haben den höchsten Namen. We do it in the name of Jesus, which is higher than all demons. Hallelujah. Wir tun es in dem Namen Jesus, denn dieser Name ist höher als irgendein dämonischer Geist. Every demon has to go. Jeder Dämon muss gehen. Every demon has to bow. Jeder Dämon muss sich There's beugen. Not one devil you cannot cast out. Es gibt keinen einzigen Teufel, den du nicht austreiben könntest. The only thing that holds it back is a person's will. Das Einzige, was einen dämonischen Geist wirklich zurückhalten kann, ist der menschliche Wille selbst. Wenn ein Mensch festhalten will an einem dämonischen Geist, gibt es nichts für dich, was du dann dagegen tun könntest. Aber wenn ein Mensch frei werden will, Halleluja! You know, the witches in Africa, they stick things around people's necks. Wisst ihr, Hexen in Afrika, sie lassen den Menschen irgendwelche Amulette oder sonst was um die Hälse hängen. And the witch tells them, don't take that off or you'll be cursed. Und die Hexen sagen den Leuten dann, nehmt das bloß nicht mehr ab oder ihr seid verflucht. And so they live in bondage. Und so leben Menschen dort in ständiger Gebundenheit. But Jesus comes to town, hallelujah. Aber Jesus taucht in der Stadt and auf. They get born again. Und sie werden von neuem geboren. And they rip those things off and put them in big cans and burn them with fire, hallelujah. Und sie reißen sich das Zeug vom Hals, werfen es in große Tonnen und verbrennen es im Feuer. Thank you for victory. Danke für den Sieg. Through Jesus. Durch Jesus. Halleluja. Halleluja. Aren't you glad we're free? Seid ihr nicht froh darüber, dass wir frei sind? Aren't you glad we're free? Seid ihr nicht froh, dass wir frei sind? Thank you, Jesus. Danke, Jesus. Father, we thank you. Vater, wir danken dir. For your awesome word tonight. Für dein gewaltiges Wort heute Abend. Thank you for what you gave through Pastora. Danke dir für das, was du durch Pastora gegeben hast. Thank you for what we're learning from your word about the church. Danke für das, was wir durch dein Wort über die Gemeinde lernen. And the church is essential. Und die Gemeinde ist lebensnotwendig. Every believer, jeder Glaubende, a son and daughter of you to represent you here in this earth. Ein Sohn und eine Tochter Gottes hier auf Erden, um dich zu repräsentieren. Halleluja. Halleluja. Thank you, Jesus. Danke, Jesus. So say this with me. Also sag Folgendes mit mir. Greater is he. Größer ist der. Go ahead and say it twice, Martin, for those who only speak German. Und ich spreche es doppelt aus für die, die nur Deutsch sprechen, dass sie es nachsprechen können. Größer ist der, that is in me, der in mir ist, der in mir ist, than the little devil in this world. Als der kleine Teufel, der in der Welt ist. Als der kleine Teufel, der in der Welt ist. At the name of Jesus. In dem Namen Jesus. In dem Namen Jesus, every demon has to bow. Muss sich jeder Dämon beugen. Muss sich jeder Dämon beugen. Through the name of Jesus. Durch den Namen Jesus. Durch den Namen Jesus. I do the works of Jesus. Tue ich die Werke Jesu. Tue ich die Werke Jesu. I do the greater works. Ich tue die größeren Werke. Ich tue die größeren Werke. People get saved through the gospel that I preach. Menschen werden errettet durch das Evangelium, das ich verkündige. Menschen werden errettet durch das Evangelium, das ich verkündige. The Holy Spirit speaks through me. Der Heilige Geist redet durch mich.
Der Heilige Geist redet durch mich. And the word of God comes out. Und das Wort Gottes kommt hervor. God confirms his word. Gott bestätigt sein Wort. Through me with signs and wonders following. Durch mich mit Zeichen und Wundern, die folgen. I don't compromise. Ich mach keine Kompromisse. I walk in the light of the word that I have. Ich wandle in dem Licht des Wortes, das ich habe. The word of God grows out through me. Und das Wort wächst aus mir hervor. Everywhere I go. Und überall, wo ich hingehe, The light goes. Geht das Licht hin. It shines in the darkness. Es leuchtet in der Finsternis. And the darkness cannot overpower the light. Und die Finsternis kann das Licht nicht überwältigen. I call the light to shine out through Fürth, Deutschland. Und ich rufe aus, dass das Licht strahlt über Fürth in Deutschland. Out over Germany. Und über Deutschland. Out over Europe. Über Europa. And out into the world. Und raus in den Rest der Welt. The name of Jesus. Der Name Jesus. Given to the church. Der der Gemeinde gegeben ist. The authority over all demons given to the church. Die Autorität über alle Dämonen ist der Gemeinde gegeben. The head and not the tail. Das Haupt und nicht der Schwanz. Above and not beneath. Oben auf und nicht unterlegen. Devil, you don't reign in my life. Teufel, du herrschst nicht in meinem Leben. You are under my feet. Denn du bist unter meinen Füßen. Jesus has conquered you. Jesus hat dich überwältigt. Jesus has conquered you. Jesus hat dich besiegt. And I enforce the victory. Hallelujah. Und ich rufe den Sieg hervor. In his name. In seinem Namen. In the name of Jesus. In dem Namen Jesus. Hallelujah. Woo, that's good. Das ist gut. Hallelujah. We could do that all night, couldn't we? Hallelujah. Das könnten wir jede Nacht machen, die ganze Nacht lang, oder nicht? Do that. Speak the word over your life. Tu das. Sprich Gottes Wort aus über deinem Leben. Hallelujah. Amen. Amen. Well, let's go ahead and receive our giving tonight. Nun lasst uns fortfahren und heute Abend